Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. So, wir gehen jetzt hier mal fix weiter. In der letzten Folge haben wir jetzt hier mehr oder weniger erfolgreich das Eisschiff abgeschlossen. Und ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ach, was ich noch gucken wollte, wir haben doch die Karte aktualisiert. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich mitnehmen kann? Dokument? Was? Oh, da oben war noch ein Dokument. Ernsthaft? Das habe ich übersehen. Och, nö. Nein, aber hier ist noch ein Relikt. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Kann gut sein. Komme ich hier wieder hoch? Oh, verdammt. Und das Ding war dort oben. Ach, komm, gehe ich noch mal hoch. Was soll der Geiz? Geht er jetzt schnell? So. Und hier nochmal rüber. Dann nochmal schnell hier hoch. Nach unten geht sie dann wieder schneller. Ich habe hier oben lag was, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo denn da? Ach, da unten. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Keraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Der Kapitän eines alten Schiffs bereitet seine Rache vor. Na, das ist aber wirklich krank, dieser Trinity-Orden. So. Habe ich jetzt hier oben noch irgendwas übersehen? Nein, aber da habe ich ein Relikt übersehen. Aber egal, irgendwann gehe ich hier sowieso noch mal hin. Deswegen passt das jetzt erstmal. Das hier wollte ich gerne abholen. So, ich denke mal, wir müssen jetzt noch hier weiter. Mal sehen. Immer ein paar Münzen. Nehme ich doch sehr gerne mit. Oh, Wasser wieder. Das ist halt wieder kalt. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwo hinschwimme, wo sie Luft bekommt. Hoch mit ihr, komm. Ah, sehr schön. Ah, eine Schiffsrolle. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben. Aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Das ist ja cool. Also wenn man wirklich jede Sprache wahnsinnig gut und fließend sprechen kann. So, dann gehen wir mal fixe weiter.
zur Wertanlage. Oh, ein Lager. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer... Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert, vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Das wäre nicht schlecht. Oh wow, Regionsübersicht, also das Gebiet hier ist richtig, richtig groß. Und dann? Los geht's. Ich bin sowieso mal gespannt, wie sich das noch, da hat was geglitzert. Wie das noch wird mit den Einheimischen. Weil immerhin hat sie mich nicht getötet. Das heißt, so ganz hassen tut sie mich nicht. Das ist ja schon mal ein ziemlich guter Anfang. Wo komme ich denn hier hin? Ah, nein. Ich möchte gerne hier hochhüpfen. Aber Lara möchte nicht hüpfen. Ach, ich komme hier nur wieder hoch, wo ich gerade runtergerutscht bin. Na dann. Nein, du solltest dich an der Seilrutsche. Ernsthaft jetzt? Weißt du bist vorhin keine Ahnung wie viele Meter runtergefallen. Und da hast du nicht meinen kleinen Kratzer zugezogen. Hä, erster Tod. Durchfallen, wie sollte es anders sein? Oh, hier geht's durch. Ich kümmere mich erstmal um die Typen dort drüben, weil hier waren noch zwei. Weil ich möchte da niemanden in meinen Rücken haben. Ich mag das überhaupt nicht. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Ich sehe dich. Wow, das war so dumm. Du und ich. Ganz ehrlich nicht. Ja, da habe ich wieder zwei Tasten miteinander verwechselt. Passiert mir überhaupt so nicht. Das habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift drei bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Ja. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben.
Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. So was Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Willst du einen Rat? Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. Ja. Sind hier. Genau da! Man hätte die wahrscheinlich auch dort hinten hinwerfen können, aber das war gerade irgendwie lustiger. So, dann sammle ich die schnell ein und dann gehe ich nochmal nach dort hinten hin. Und schaue mir mal an, was dort war. Ich hatte schon. Oh, da ist noch eine Schriftrolle. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Ach du Scheiße. Ja, er ist eindeutig ein Psychopath. Ach du Scha-ha-ha. Was sind das für kranke Menschen? Also was ist hier denn Schönes drin? Interessanten Ort entdeckt. Herausforderung ins Dunkel, okay. Wie ein Herausforderungsgrab. Na dann würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal an, weil wenn wir dran vorbeigehen, dann können wir das ja auch direkt mitnehmen. Oh, da war was. Warte ganz kurz, ich will nochmal ganz kurz zurückgehen. Da hat was an der Wand geglitzert. Was ist denn das? Ah, das ist Metall oder sowas. Das kann ich auf jeden Fall später noch gebrauchen. Deswegen... Ach nee, mein Knie sitzt. Münzen auf jeden Fall. Kokos von Nicea, der Astronom. Oh, griechisch auf Level 3. Loslassen. Loslassen? Wie lässt man hier los? C? Ja, C. Dann müsste es aber, glaube ich, auch irgendwo eine Schriftrolle geben, weil ich glaube, es gab auch mal noch im Nebengrab so eine Schriftrolle. Muss ich da nochmal gucken auf nach Ausweg? So, und hier ist jetzt was. Nehme ich natürlich damit. Kann ich nicht schaden. Ah, hier, okay. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Das heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Okay, so, was muss ich tun? Wo muss ich hin? Was ist meine Mission? C? Oder ist das hier gar kein Grab? Na doch, hier geht's noch lang.
Auf jeden Fall gibt es hier Münzen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein klassisches Grab ist oder einfach nur irgendwas anderes, weil irgendwie gibt es ja gar nicht so viel. Ich weiß auch nicht mal, was das alles so für Orte gab. Aber da wurde doch gerade irgendwie 1 von 5 irgendwas. Nee, Gräber ist das, glaube ich, aber das ist, glaube ich, kein Grab, oder? Ich glaube, Kryptor-Dinger waren was anderes als Gräber. Deswegen gehen wir einfach wieder raus. Oh, mich verwirrt das, dass man hier C drücken muss. Wo geht's hier lang? Das Ding ist riesig. Ich glaube, ich laufe auch die ganze Zeit nur im Kreis rum. Und finde jetzt nicht mehr raus. Oh nein, hier war ich noch nicht. Sind auf jeden Fall auch noch Münzen ein bisschen sehr gut versteckt mit. Holz? Nehme ich doch sehr gerne mit. So, mal gucken. Hier nach unten vielleicht? Oh, doch, hier ist was. Interessant. Also man findet hier auf jeden Fall was. Antiker Bogen, 1 von 4. So, genau, hier unten liegen noch ein paar Münzen. Kann ich das nicht mehr angucken? Nein. Das sind auch noch Münzen. Wie gesagt, die Münzen kann ich dann später auf jeden Fall noch gebrauchen. Deswegen sammle ich die mal schön ein. Okay. Jetzt ist die Preisfrage, wie komme ich hier nach draußen? Ich laufe mal einfach nach oben. Ist ja auch ein bisschen schlecht ausgeschildert. Hier der Ausgang. Nach oben ist immer gut. So, ich werde mich jetzt an dieser Stelle aber auch erst einmal... Nein, wo geht's hier rein? Tageslicht, sehr schön. So, ich will mich jetzt an dieser Stelle aber auch erstmal wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal zu einer neuen Folge Rise of the Tomb wieder. Bis dann, wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao, ciao.